Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wann fixen Sie endlich mal diese blöden Spawnpunkte der Jedis? Ich kann die nicht angreifen. Da oben. Ich weiß es nicht. Spawnen keine hier unten oder immer nur einer. Ich weiß es nicht. Aber gut, das ist auch ein Problem von Regnum. Aber ich bin jetzt momentan ja so am freudig zocken, die sind einfach One-Hits, das ist einfach cool, wie low-level die sind glaube ich so Level 18 oder so. Auf jeden Fall, ich habe die Quest dann auch nicht gemacht, weil ich natürlich eher bei Monster levele und Reichsquests mache. Ja, und was wollte ich zeigen? Ich wollte hier kurz noch einen Bug zeigen, aber der ging irgendwie gerade nicht. Wenn man von hier kommt. Geht leider nicht mehr. Es ging vor. Ah ja, genau, hier. Hier könnte man da doch durchlaufen, aber es geht nicht. Ja, ist einfach schlecht ausgeschnitten. Ja, diese Bausätze aus dem Supermarkt sind nicht immer so toll für ein Spiel zum Design. Aber es ging mir vorher besser. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ja, der ist auch nicht gut ausgeschnitten. Liebe Bastler, mach doch ein bisschen besser was alles, gell? Ja, das ist immer so cool. Ja, die Alsinkiskiskis, die sind momentan, die haben Ferien. Ich spiele jetzt schon eine Stunde und 31 Minuten. Kein einziges Wort eingenommen. Nix. Es ist gerade 3.15 Uhr ungefähr. Und ja, alle schlafen natürlich. um diese Uhrzeit oder arbeiten, nee. Also die Spanier, die schlafen wahrscheinlich noch. Das ist wahrscheinlich eher früher Morgen. Keine Ahnung. Aber ja, ich bin jetzt gerade hier am Questen und habe gedacht, ja, weil ich so guter Content ist, muss ich das natürlich euch zeigen, wie ich warte. Aber gut, wir haben es gleich fertig. Okay, diesmal ist es kein One-Hit. Aber so kann man auf Yetis warten, weil alle da oben sind. Oder auf den Pilzen. Kann man nicht mal kurz God-Mode geben, damit ich hier hochschauen kann, ob die da oben sind. Ja, da muss ein Schütze mit beiden Buffs mal herkommen und die einfach killen, damit die Leveler hier noch Yetis finden. Aber wer macht das schon? Also es ist schon extrem, wie halt einfach die Profis gar nichts helfen wollen. Und ich wahrscheinlich schon mit Level 35 in die Warzone muss und den anderen helfen. Also das können wir gerne dann im nächsten Part machen. In diesem Part möchte ich euch einfach noch ein paar Quests zeigen und so. Also wir können direkt schon gehen, aber es ist eben nichts los. Und ich möchte jetzt gerne noch ein Part machen, weil am Abend mache ich dann auch wieder Part. Ah, guter Schnee. Kann man unten durchschauen. Das ist die Pilzkappen-Schneedecke. Ja. Die löst Lawinen aus. Ja. Nach Hauptstadt muss ich auch. Ja, dann gehen wir zuerst nach Hauptstadt. Ja, dann kommen wir auch schneller wieder nach Monsignor. Oder schnell genug nach Monsignor. Das geht ja nicht schneller. Jo, also ich bin jetzt momentan echt am Viehspielen wieder. Seit einer Stunde und 33 Minuten habe ich wieder das Gefühl, ich muss wieder mehr spielen, damit ich euch wirklich auch mehr Content bieten kann, es für euch schneller geht und für mich tot langweilig ist, weil ich die ganze Zeit Reichsquests machen muss oder Monster kloppen muss, dass ich euch nicht zeigen muss. Also es wäre natürlich schon toll, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen könntet. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Aber vor allem Kommentare postet. Ihr dürft gerne sagen, was ihr wollt, wie ich machen soll, wie viel Geld, also Geld kann ich leider momentan echt nicht viel ausgeben. Ich habe ja noch diese 55.000, ja 53.470, okay, nicht ganz so viel. Aber, ja, ich möchte nichts Optisches nehmen. Ich möchte eigentlich nur die Loot Chest für die Barbaren und XP Booster für den Barbaren einsetzen. Nur, ich mache jetzt momentan den Barbaren nicht weit. Oh, schwer gepanzerter Kettenhelm 1. Gut. Deshalb mache ich jetzt mit dem Beshi noch nichts. Der levelt so schnell, dass man ist nicht nötig, jetzt momentan irgendwas einzusetzen für den Ding Beshi. Also, ihr habt unten einen
Link zu meinem Type-Stream, also ein Spenden-Ding. Da dürft ihr gerne das Daumen spenden. Ihr kommt auch in die Videobeschreibung dann. Dann habt ihr sich die Möglichkeit, mir in-game anzuschreiben. Und auch mal etwas noch zusammen machen, damit es schneller geht. Dann habt ihr eben die Möglichkeit, einen Kommentar zu liken oder die Videos zu teilen oder so. Das bringt mir natürlich auch ein bisschen mehr weiter. Aber auf jeden Fall schon mal extrem viel Danke für einfach die Aufrufe. Meistens sind es halt Fremde, also die mich nicht abonniert haben oder noch nie Kommentare geschrieben haben. So. Schreibt mal in die Kommentare einfach irgendwas, zum Beispiel hier oder ja, einfach etwas, was ihr denkt, hilft mir auch ein bisschen oder so. Danke eben für die Hilfestellungen immer wieder. Ich vergesse halt manchmal ein paar Sachen, wenn ich jetzt nicht oft spiele. Zum Beispiel eben die Buffs, also die Auren einzusetzen oder so Sachen. Und dann bin ich natürlich auch wieder ein bisschen sicherer, weil ich weiß, jetzt muss ich das wieder machen. Ja, spiele ich wieder besser, oder? Das ist klar. Und ja, jetzt haben wir mehrere Warzone-Parts gesehen. Jetzt ist halt heute gerade nicht Warzone mehr dran. Aber das geht schnell, dass ich da mit dem Beshi sehr guten Warzone-Part machen kann. Ich muss halt einfach heilen dann. Ich weiß nicht, ob es für euch auch toll ist. Aber besser als so unter-equipped natürlich Gegner auf die Mütze geben. Oh, der hat einen Tiger gekauft, ein weißer. Okay. Cool. Also ein weißer Löwe, meine ich. Tiger sind ja die mit den Streifen, lieber Drago. Ja. Jo. Also, momentan bin ich schon wirklich glücklich, dass ich Regnum immer noch machen kann, immer noch Spaß habe, immer noch Erfolg habe. Aber ihr könnt alleine, ihr selber könntet mir natürlich noch viel mehr Besseres machen. Also, naja, es ist jetzt nicht so toll alles, aber es bringt euch natürlich mehr, wenn ihr natürlich auch gerne ein bisschen aktiver seid bei mir. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr es nicht machen. Also, ihr müsst gar nichts bei mir machen. Aber das Tollste wäre doch, wenn wir da so eine richtige Community sind, die ein Spiel genießen, was eigentlich kaum jemand anders genießt. Also, ja, auf YouTube halt. Es macht niemand Let's Plays. Die letzten Let's Plays sind von vor 6 Jahren gemacht worden. Ich bin der Einzige, der noch Let's Play. Also wirklich Content bringt. Das Spiel wirklich ziemlich komplett zeigt. Und da dürft ihr ja mir gerne unterstützen, weil ich bekomme ja die Anerkennung, dadurch, dass das Spiel nicht so beliebt ist. Der geht lieber hier rechts herum. Ich weiß nicht, wieso der rechts herum geht. Aber ich gehe lieber hier links herum ein bisschen schneller. Ja, kann ich mit dem reden. Danke. Okay, er ist schneller gewesen, aber... Ja, ich gehe lieber den normalen. Kommt so viele Quests neu, ich habe so wenig Quests gemacht. Er ist wahrscheinlich... Was ist der für ein Level? Ist er normal gewesen? Oder sie? Sehr einfach, okay. Sie hat wahrscheinlich auch noch genug Quests. Ah, also wir müssen da vorne noch hin. Okay, dann gehen wir gerade hier außerhalb von der Stadtmauer durch. Ich weiß nicht, wie es hier links, rechts herum geht. Weil für mich ist es ein bisschen umständlicher. Ich will lieber auf dem Weg bleiben. Ja, ja. Manche Spiele haben irgendwie eigene Sachen. Müssen nicht so schnell spielen wie zum Beispiel der Drago. Aber es ist eben auch ein bisschen schneller gewesen. Habe ich so das Gefühl gehabt, weil ich ja das Haus im Weg hatte und sie nicht. Also es ist schon eine Abkürzung, ich werde es mal ein bisschen merken, aber für mich ist es schwieriger. Moment, jetzt müssen wir wieder dort runter. Oh Gott. Es sind ganz viele Spiele am Leveln, weil es XP Boost gibt. Das ist, ja, bis am Sonntagabend noch XP Boost und Drop Boost. Ich glaube, ja, Warzone Boost ist auch noch. Und deshalb sind so viele Spiele am Leveln und nicht am Warzone machen. Ah, und jetzt wurden zwei. Ja, Ignis hat kurz erobert und wieder zurück. Vielleicht könnten wir schon mal hingehen, aber dafür müssen wir uns umskillen. Das möchte ich jetzt gerade nicht. Doch so ein gutes Killum gerade mit diesen vielen Samen. okay. Ja. Machen wir doch. Wir gehen jetzt zuerst mal noch nach Birka. Dann direkt in Warzone. Also zuerst umskillen bei Birka. Genau.
So, und wohin müssen wir jetzt? Hier müssen wir was killen? Leibeigene, das machen wir dann später, oder ich mache das alleine dann. Das ist ja wirklich nichts Interessantes. Deshalb hier direkt nach Birka und ums Killen. Ich weiß gar nicht, was ich skillen soll. Heilung natürlich. Buffs halt. Und ja, das, die Eva-Rank muss ich natürlich auskillen, wenn ich noch genug Punkte habe. Stacheliges Eva heißt's. Da man die Gegner natürlich auch noch ein bisschen stunnen sollte, als Banshee. Stun, 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 das Game ist voll was dann. Die Stuns sind einfach viel zu lange. Viel zu oft, viel zu lange. Ja. Es hat dann nichts mehr mit Krieg zu tun. Und das ist einfach dieses Negative, das Regnum besitzt. Wahrscheinlich ist es deshalb nicht so erfolgreich. Und dass viele Spieler halt einfach den Charakter gar nicht so weit machen. Wie ich zum Beispiel, ja, fast 12 Jahre eigentlich nie so richtig hohe Level gehabt habe. Ich bin glücklich, dass ich jetzt Level 58 bin mit dem Baba. Aber eben, es bringt eigentlich gar nichts, weil man einfach viel zu schlecht ist noch. Durch die. Ah, da ist der. Hugo Damian. Also, wir gehen einfach in die Warzone. Also, Käferschwarm ist nicht angreifen, das brauchen wir. Stacheliges Efeu. Dann Heilung ist sowieso Max. Bin nicht ganz so Max, aber. Ja, da muss ich wieder schauen, dass ich wieder 4 habe einfach. Wiederauferstehung muss ich verbinden, regenerieren. Selbstregeneration nehme ich noch. Lebensrettung. Da. Große Regeneration. Ich auch. Und ja, dann brauche ich noch das Schild, aber das habe ich 2 Punkte, deshalb mache ich da wieder weg. Wisst ihr was? Ich kann nicht so viel Regeneration mitnehmen. Ich brauche hier das Schild. So, und hier brauche ich natürlich auch die Buffs. Körperliche Wand. Ich will hier lieber Regeneration oder so. Ja, Massenkontrolleffekte wäre eigentlich auch ziemlich. Ja, ich kann nicht so viele Buffs verwenden. Ich mache mal Regeneration weg von mir selber. Und dafür. Eigentlich schon fast. Vielleicht noch ein bisschen mehr Mana. So. Ja. Ich kann halt kein Ding geben. Ich könnte da stachelige Seife rausnehmen. Und dafür Energiebindung. So. Dann haben wir eigentlich so ziemlich etwas Gutes. Lieber zuerst noch das Schild da. Ne. Da ist das Schild. So. Energiebindung mache ich mal. Mal hier hin. Verbündeten heilen. Selbstheilung. Wiederauferstehung. Verbindung regenerieren. So. Dann hätten wir hier noch Synergiebindung, haben wir schon. Dann hätten wir eigentlich nur noch abschirmen und körperlich. So. Also dann probieren wir es einfach. Es kann ja nur schief gehen, also bitte. Ich werde relativ schnell sterben, wenn ich in Reichweite der Schützen komme. Die haben ja so viel Reichweite. Aber mal schauen, wie viel XP ich bekomme. Weil ich natürlich nur schlecht heilen kann. Ich habe nur 4, sondern 5. Das Level macht ja auch noch, glaube ich, ein bisschen Heilung aus. Aber werden wir dann sehen. Ich werde niemanden wahrscheinlich sehr gut retten können. Aber dennoch, ja, müssen ich schauen. So, ich hätte mal kurz schauen, ob der Magnanit hier wieder da ist.
Ja, zweimal 5 geregnet hat gerade vorher. Jetzt habe ich 43 von 28 auf 43. Ja. Das ist nicht so gut, aber ich bin glücklich, wenigstens zwei wieder gefunden zu haben, weil ich jetzt ungefähr so einen Tag lang, also so ungefähr 2-3 Stunden lang, keine 5 mehr gefunden habe. Und das ist dann natürlich immer sehr cool. Es ist wirklich nichts da. Ich weiß nicht, viel zu viele Spieler, die nach Magneten suchen momentan. Deshalb ist für mich nichts da. Weil ich jetzt nicht aktiv danach suche, nur die Wege abklammere, wo es viele Magneten gibt. Naja. Ich immer Magneten. Ich weiß nicht, das ist ein mega Glücksspiel. Ist das nicht illegal, was Regnum da ständig macht? Diese Lootboxen noch hat. Und so, das ist doch illegal. Glücksspiel ist doch illegal langsam. Dass das wahrscheinlich bald bei Deutschland sogar verboten wird. In der Schweiz. Weil in Belgien darfst du, glaube ich, gar nicht Regnum spielen. Also, es spielen sicher viele, aber das ist trotzdem illegal. Also, es kann ja niemand nachschauen so richtig, ob du Regnum spielst oder nicht. Ja. Werden wir ja dann sehen, wenn die gebannt werden. Also, man sieht es leider nicht. Die Entwickler machen das natürlich incognito. Ah, Mann, schon wieder so ein schweres Wort. Ich müsste es incognito sagen. Das ist Englisch. Incognito. Aus Deutsch. Ja. Ich mit ein paar schweren Wörtern. Ich denke einfach das Wort zu allgemein, denke ich mal. Das ist so ein bisschen kleine Schwäche von mir. Ich sage besten gar keine schwierigen Wörter. Jo. Alles Jus, Kis, Kis, Gas, Gas, Kus, Kus. Stan. Ist bereit, der Feldwebelarzt, der Sanitäter, ist bereit für das Fehlen für Alisius. Fehlen für Alisius. Oh, ein Schatz. So der Beschi. Ja, oh, ein Schatz. Und alle sterben, weil er nicht heilt. Mäh. Mäh. Es gibt ein paar Livestreamer, die sagen immer meh, meh, meh. Weil meh ist ja das Wort für interessiert keinen. Es interessiert mich nicht. Und meine Katzen machen immer meh. Deshalb ist es für mich nicht interessiert mich nicht, sondern eher ich bin witzig. Ja. Schön viel los. So nah am Bind keiner zu sehen. Ne? Oh. Können nichts machen. Ich bin ja gerne am Meckern, also. Können wir mit? Müssen wir alleine dorthin gehen? Wo ist jetzt gerade was los? Shanorit? Ah, oh, das ist das, okay. Ja, alle AFK pennen. Hey. Aufwachen! Der Hund hat geschrien, der Wolf. Also sie wird uns retten, sie hat einen Magna-Bogen. Ja, also komm. Ich möchte ein bisschen heilen. Ich bin ein Beschi. Oh. Ja sicher. Rettet mich doch. Ah, oh, rette mich doch, du. Die ignorieren einfach alles. Oh. Hallo. Rette mich. Jetzt rette mich. Mann, die machen gar nichts. Ey. Ja, sicher! Wie viel Schaden der macht noch, ey. Boah, sind das Noobs immer. Immer ständig alle Noobs. Tut mir leid, aber die hätten mich ohne Probleme retten können, wenn sie nicht immer reiten würden. Ah, oh, jetzt bin ich hier natürlich wieder. Hm, okay. Aber anstelle mal irgendwas zu machen, habe ich schon keinen Bock mehr, so low-level in die Warzone zu gehen. Es ist immer so. Wieso müssen Leute Brain AFK gehen, ey? Wieso? Leute, spielt nicht, wenn ihr kein Hirn-Ding. Ah, wieso hat er jetzt nicht angegriffen, der Barbar? Er hätte ihn töten können.
Aber ne, er konnte abhauen. Also wir gehen nochmal hin. Ich habe jetzt keinen Bock nach Hauptstadt hochzugehen. Oder die Yetis zu töten. Nein, die Leibeigenen zu töten. Seht ihr? Man stirbt für Isis. Weil viele Eisen einfach nichts machen. Hätten schon lange stunnen können. Schau, er ist vom Pferd-Ding. Also er ist vom Reittier recht schnell runtergegangen, der Eise, der hinter mir, was vor mir war. Aber es geht nicht so lange, bis er angreifen konnte. In der Zeit konnte er stunnen und mich retten. Aber ich konnte ja nicht mal das Schild einsetzen, die Energiebarriere. Deshalb konnte ich gar nichts dafür. Ich werde halt priorisiert. Die Leute sehen, dass ich low-levelig bin. Aber mich mal in Ruhe zu lassen dann und lieber auf die Stärkeren zu gehen, die können dich töten, liebe Syrte. Geht er nur auf mich, oder ich kann ihm ja gar keinen Schaden hinzufügen. Also, ist der Syrtis-Spieler natürlich auch dumm gewesen, hat nicht mehr so viele. Er hat eigentlich gar keine Königreichspunkte bekommen, keine XP, nix, oder? Die Eisen haben ihn dann getötet und ja, hätte er nicht mich getötet, sondern jemand anders, oder hätte er einfach nicht mich angegriffen, sondern alles abgehauen, hätte er vielleicht noch überlebt und alles, ist glaube ich ein Jäger gewesen. Ja, ziemlich. Was? Dragon de Sombras? Okay, tönt wie Alcius Sigistan. Aber es ist immer so, wieso bin ich immer das Opfer? Drago ist ein Opfer. Lalalala. Drago ist das Opfer. Immer wird er angegriffen, ständig wird er geplagt. Der Drago ist das Opfer. Aber sterbe immer noch am wenigsten. Mit Abstand sterbe ich immer noch am wenigsten bei dieser Zeit, in der ich in der Warzone bin. Andere sterben sozusagen im Sekundenakt und sind ungefähr 5-6 Stunden aktiv in der Warzone. Und ja. Ihr seht's, also, ich bin gar nicht irgendwie Depri oder, ja, ich bin einfach nur genervt, dass ich eben wieder hinlaufen muss. Das ist das Einzige. Also ich mache weiterhin und spiele so gut, oder? Aber muss warten können, weil ich immer so schlechte Charaktere habe. Ja, bitte spenden für den Drago, er braucht ein bisschen Ausrüstung, ein paar XP-Boost und so. Einfach spenden, gell? Nein, Scherz. Alles ist bei mir freiwillig und ich möchte euch ja nicht auf den Gigs gehen mit so Sachen. Aber das seht ihr, wie dringend halt ich echt Geld brauche. Weil einfach momentan wegen der Corona-Krise nichts zu verdienen ist und ja, so kleine Nebenjobs möchte ich ja nicht machen. Ich muss irgendwie Geld verdienen. Und ich weiß nicht wie. In real. Ja. Und deshalb nimmt der Drago auch um 3 Uhr mittags auf, wenn die alle arbeiten. Bitte jetzt kein einziger Syrte oder Egen hier, sonst werde ich sauer, ey. Ah ja, genau, zuerst. Beinen, Drago, Beinen! Beinen, Beinen! So, sah mal, fort gehe ich jetzt noch nicht. Das ist ein Hexenmeister, mit dem könnte ich eigentlich mitschalpen. Aber der macht gar nichts. Außer sich drehen irgendwie. Ja, mit der rechten Maustaste dreht sich. Ich habe sehr computerartig. Gleich voll am Leggen. Ja, der Ping ist halt immer noch auf 140 im Duschen. Kann man halt nichts machen. Sieht man einfach andere Spieler extrem am Lecken oder irgendwie am Herumschauen. So, endlich Quest abgeschlossen. Also die Quest hier. Jetzt müssen wir zum Shop hoch. Ah nein, das ist nicht die Quest, wo wir zum Shop hoch müssen. Aber wir haben einfach mal was eingenommen. Das muss hier nirgendwo hängen. Hallo? Was machst du denn? Du musst nicht immer angreifen, du machst mir immer Angst. So, greif mal ein paar Gegner an.
So, jetzt kannst du ein bisschen besser angreifen. Und ich warte jetzt einfach mal hier auf irgendwas. Weiß es auch nicht. Der ist schwer, der wird wahrscheinlich gar. Ja, doch. Ja. Das ist so eine Sache. Wir haben Angst und können nicht momentan so gut etwas erreichen. Aha. Oberhaut. Die Überhaut. Ja, das ist ein bisschen pervers. Oder die Vorhaut, ist das böse? Ja. Oh, ich habe einen XP bekommen, doch den Buff. Irgendwo hier ist der Grün. Da irgendwo. Was ist der? Unmöglich. Uhuhu! Der Uhu! Irgendwo hier. Tja. Der ist weg. Ja, was sollen wir machen? Also, es ist gerade nichts mehr hier. Ist das ein Jäger? Der hat jetzt wahrscheinlich irgendwo ihn auf der Spur. An dieser Seite. 150 Meter, okay. So, ja, ich werde mal ihn schützen. Ne? Ist ein bisschen Reichweite schlecht, ja. Deswegen halt jetzt alles. Ja, er geht natürlich immer weg. Die Reichweite ist einfach zu gering. Also wenn man einen in der Nähe hat, der ist immer zu schnell weg. Das ist klar. Ich muss halt jetzt auch wieder auf Eisbrechgeschwindigkeit gehen. Oh, schaut euch die Golems, die fliegen, glaube ich, ein bisschen. Auf sind einfach sie zusammen. Ja. Asperl-Anbinder. Espanol. Nee, also ich kann. Die Spanier, die müssen Englisch können lernen. Und nicht wir Spanisch, aber ich bin ja auch am Spanisch lernen. Also verstehe ich hier alles. Ja, wir sind Deutsch und wir müssen Englisch sprechen. Und wir können nicht Deutsch. Ja. Seid ihr eigentlich ja auch ein bisschen selber schuld, dass ihr nicht könnt. So. Ich möchte mal euch schützen, bitte. Ja, aber der hat schon Buffs. Das ist einfach zu viel Wäsche hier. Ja, was soll ich machen? Ja, ich werde sofort sterben, eigentlich. Ja. Dann lebe rein. Ah, es ist ja Ignis. Nein, ich auf mich. Mich nicht. Mich nicht! Mann, wieso sind die immer. Wieso hat jeder eigentlich einen Barbar? Das ist einfach nicht richtig. Ja, gut, dann sterbe ich halt. Aber nur weil die angreifen, sonst hätte ich überlebt. Aber ich sterbe jetzt. Ja, die sind viel schneller. Ich kann nichts machen. Aber ich kann ihn stunnen. Nein, ich kann nichts machen. Mann, Safi. Ist schlecht. Oh, ich kann es immer noch nicht mal. Ich kann ihn ein bisschen nerven. Einfach im Schacht halten. Einfach im Schacht halten. Ja, sicher! Wie viele Süden sind wieder am Herumgammeln, ey? Ja, gut, ich hätte es fast geschafft, ey. Mann, das nervt. Also, ich bin mal weg, gell, liebe Leute. Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.